Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 7. August. Heute haben wir dabei TikTok, WeChat, Canon und Twitter. Und beginnen tun wir mit TikTok bzw. US-Präsident Donald Trump. Wie angekündigt, hat er dann wirklich jetzt aktuell das Dekret unterschrieben, was TikTok in Amerika verbietet. Oder um genau zu sein, welches es verbietet, mit ByteDance Transaktionen durchzuführen. Ähnlich wie mit der Sache mit Huawei. Also man darf als amerikanisches Unternehmen und Bürger nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten und ByteDance Produkt ist halt TikTok. Es geht aber nicht nur um TikTok, es geht auch um WeChat von Tencent. WeChat wird durchaus auch in Amerika genutzt, oft von Chinesen, die auch viel Kontakt noch zur Heimat haben. Und die stehen da auch mit drin. Und das Ganze hat eine Deadline von 45 Tagen. Die läuft dann Pi mal Daumen dann aus, bis wohin Microsoft sich eigentlich committed hatte, dass sie dann TikTok kaufen, wenn es dann so passiert und sich alle einig sind. Ja, warten wir mal ab, was da jetzt passiert. TikTok an sich ist, nächste Nachricht nehme ich jetzt schon, davon erstmal unberührt und macht weiter ganz normal. Klar, die Chefs müssen da verhandeln, aber das Produkt muss weiterentwickelt werden und deswegen gibt es jetzt More on TikTok, das ist der Produktname, auf US-amerikanischen Fire TV-Geräten. Also sprich eine App fürs Fernsehen, wo man sich dann Videos, Empfehlungen, Sammlungen aus dem TikTok-Universum anschauen kann. Und es wird vermutet, dass TikTok damit mal prüft, ob man die mobile Experience auch rüberschieben kann. Und vielleicht sehen wir da noch mehr Apps in der Zukunft. Gucken wir mal, was da passiert. Was auf jeden Fall anscheinend passiert ist, ist, die nächste Firma ist einem einem Ransomware-Angriff zum Opfer gefallen. Das ist nämlich schon Garmin letztens passiert und jetzt anscheinend auch Canon. Da soll es jetzt wohl in eine entsprechende Lösegeldforderung geben und es geht um 20 Canon eigene Domains und 10 Terabyte an Daten. Canon selber hat noch nichts dazu gesagt. Es geht wohl auch konkret um den Cloud-Fotospeicher image.canon und da warten wir jetzt einfach auf Informationen, was da los ist. Wenn ihr Canon-Dienste nutzt, dann ist es wahrscheinlich zu spät, aber dann überlegt euch mal, ob ihr eure Daten nicht nochmal zur Sicherheit woanders sichern möchtet. Und letztes Thema für heute, Twitter. Die haben jetzt eine neue Funktion angekündigt, die auch schon getestet wurde, indem man selber festlegen kann, wer auf einen Tweet antworten darf. Das kann sein, dass man sagt, nur Leute, denen man folgt, die dürfen auf einen Tweet antworten oder man kann bestimmte Leute festlegen und hat so zwar eine öffentliche, aber dennoch private Konversation, wo dann meinetwegen nicht jeder Troll seinen Senf dazugeben muss. Finde ich eine interessante Funktion. Ich würde mir trotzdem lieber mal eher eine Bearbeiten-Funktion wünschen, um Rechtschreibfehler und anderes aus Tweets rauszunehmen. Naja, warten wir mal ab, was noch so kommt. Und das war's. Auf jeden Fall kommt das Wochenende. Habt ein großartiges. Hoffe, es wird nicht zu warm bei euch. Bleibt positiv. Und der Martin ist dann am Montag wieder für euch mit den News in der Daily da. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.